Right, alright, alright. Wie sieht's aus? Habt ihr Ton? Habt ihr mich als Ton? Stotter ich? Ich habe gerade, ohne Scheiß, ich habe gerade einen Test gemacht, einen Videotest. Einfach eine Aufnahme. Und da klang's cool. Ja? Läuft alles? Ehrlich jetzt? Ja, Hammer! Ist das eine Wiederholung? Nein, das ist keine Wiederholung. Mann! Ich hab Ton gemacht! Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was ich getan habe. Mr. Pitstone, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Okay, Freunde, mit einer halben Stunde Verspätung geht's jetzt endlich los. Spiel es nur leise. Ja, gut. Ich hab's ein bisschen lauter jetzt gemacht. Ja, geil. Hab ich Ton drauf. Sehr gut, Kolle. Askaroth, 0815. Hallo, auch an dich. Willkommen. Ja, schön. Schön, dass ihr noch da seid, Leute. Omicron, du kommst genau richtig. Was für ein Timing, der Gute. Hallöchen. Was geht? Wuhu. Okay, wir fangen direkt an. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Wir haben schon so viel Zeit verschwendet. Gott, ich bin so glücklich. Ich dachte, ich wäre schon wieder vor so einem Debakel, wo es dann ewig nicht weitergeht. Okay, wir sind auch... Das trifft sich alles... ganz gut eigentlich. Wir sind auch mit an der beschissensten Stelle des Spiels heute. Alles richtig geil. Ich muss mich jetzt versuchen, hier durchzuwuseln, ohne so viel... Aufsehen zu erregen. Ich habe noch nicht mal eine Knarre. Ich habe halt eine Handfeuerwaffe. Mit der werde ich aber nicht weit kommen. Ich muss hier erstmal gleich. Bam. Hier ein Looten. Eddie! Ich danke dir für den Follow. Herzlich willkommen. Jetzt habe ich auch Zeit, den Oscar in die Kamera zu halten. Oh! Okay, okay, okay. Konzentration. Wo ist eigentlich meine Crew? Ich sehe keinen Sully. Ist da ein Sully? Da ist Sully. Okay, gut. Also der Plan ist, glaube ich, nicht so schlecht, über diesen LKW zu gehen. Ich glaube, ich sollte versuchen, den Typen hier ein bisschen lautloser auszuschalten. Gott, verdammt! Oh, der Boy hat aber keine... Der hat nämlich auch nur... Oh, doch, nee, hier. Ich glaube, das könnte nützlich sein. Aber die sehen mich halt sofort. Ja, ey, so lautlos, wie es halt geht, ne? Sniper-Time! Ups. Ja, das wird super heute. Ich hab's im Gefühl. Da kommt er wieder mit seiner Schotti. Das ist der nächste. Okay, ich hab keine Chance. Okay, cool, cool, cool. Also, jeder Treffer muss sitzen. Sonst bin ich im Arsch. Geronimo. Das fällt doch bestimmt nicht auf, wenn hier einer tot rumliegt, oder? Oh, es wäre schön, wenn du stehen bleibst. Kannst du bitte... Das war jetzt sehr laut. gut.
keine weiteren Fragen. Diggi! Da ist er auch gepanzert. Morphy, hi. Ich grüße dich. Okay, das heißt, sobald ich hier einen wegsniper, ist Alarm, Alarm. Wen haben wir denn da noch? Da steht ein Dude, den kann man sehr schlecht erkennen. Ich wünschte ja, ich könnte mich so unter dem LKW verstecken. Eine Granate! Eine Granate! Dead mal war. Ich danke dir für den Follow. Willkommen. Er ist halt auch Hammer. Nate! Ich glaube, ich muss ihn früher kriegen. Ich muss ihn auf jeden Fall früher kriegen. Die Taktik steht. Damasch, Damasch. Ja. Taktik steht. Ausführung ist noch nicht so ganz. Die haben mich gesehen. Morphy, danke für den Resub. Eine Granate. Eine Granate! Schnell den Sub da lassen. Viel Spaß noch. Hab leider. Oh, danke. Danke, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Viel Spaß bei dem, was du rüber tust. Verdammt, nein! Wir versuchen hier diese Stelle zu überleben. Es ist die beschissenste und schwierigste Stelle im ganzen Spiel. Jetzt wisst ihr warum. Da ist der Schiffsfriedhof ein Witz gegen. Dass ich auch wirklich nicht von Anfang an mal irgendwie... Naja. Nicht mal irgendwie eine ordentliche Waffe hier in die Hand kriege. Er mich gleich. Das haben alle gehört. Das war richtig cool auch. Tatsächlich. Okay. Achtung! Kurz Granate ausweichen. Okay, der ist leider auch voll. Das war's. Okay, kurz ausruhen. Alles cool. Wir leben. Wir leben. Wir leben. Okay, die scheint sich auch nicht. Sonderlich. Vorwärts zu gehen. Das ist hilfreich. Delta! Das ist nicht beabsichtigt. Ich weiß, es wird immer wieder behauptet, ich mache das mit Absicht. Aber ich meine, der Kopf ist aus dieser Entfernung so klein. Da brauche ich halt eine größere Fläche. Dann nehme ich den Unterkörper, ist doch ganz klar. Ich krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht. Der kleine Schlawiner. Okay. Und das Gemächt nicht? Mann, ich meine doch den Unterkörper. Freunde. Gut, ich habe die ganze Zeit auf Sully geschossen. Auch nett. Ja, so sind beste Freunde. Schießen aufeinander. Kein Problem.
So, was haben wir hier? Granaten. Die habe ich immer gern. Die ist, glaube ich, ganz nice. Aber ich bin am Überlegen. Ist es schlauer? Nee, ich lasse sie mal hier. Das ist nicht der ganze Konvoi. Sind viel zu wenige. Der Sturm muss sie getrennt haben. Na los! Gamer-Kanal, lol. Ich danke dir für den Follow, herzlich willkommen. Ich würde dir gerne einen Oscar überreichen. Mein Chat macht das stellvertretend für mich. Denn ich bin gerade an einer richtig beschissenen Stelle. Und sehr eingeschränkt. Na? So, manchmal ist es doch besser, die kleine Waffe zu nehmen, wa? Gut. Noch ein Boy. Hallo. Scheiße, ich bin heute nicht getrunken. Vielleicht hätte ich mal ein bisschen was trinken sollen. Ich nehme gerne die Schrotflinte, weil die halt kurzen Prozess machen am meisten. Gerade die fett gepanzerten gehen damit schneller down. Auf die Entfernung natürlich nicht ratsam, da hast du vollkommen recht. Aber deswegen habe ich ja noch eine kleine Waffe. 100 Kopfschüsse. Nett. Wer freut sich nicht über so eine Auszeichnung? So. Okay. Jetzt kommen die ganzen Sniper. Wer dachte, dass diese Stelle schon beschissen genug ist, der hat nicht mit den Snipern gerechnet. Okay. Danke, Rettungsdackel. Willkommen im vierten Monat bist du schon bei uns. Herzlichen Dank für den Resub. Schön, dass es dir noch gefällt. Ich guck mal, was da abgeht. Vielleicht haben wir ja hier. Da oben leuchtet doch irgendwas. Da sind auch Waffen. Ja. Okay. Also, was haben wir? Wir haben den Typen, der aus dem Verschluss. Wir haben dann nicht mehr den Sniper. Wir haben eine Gatling Gun. Maschinengewehr, Granaten. So, erstmal den. Das ist sehr leicht. So, den Typ da hinten kann ich natürlich nicht gut sehen. So, ich habe das Geballer ein bisschen runtergemacht. Da bin ich leider gestorben. Das macht aber nichts. Ich glaube, wir haben einen. Ja, wir haben einen einigermaßen coolen Safe Spot. Mein Wecker klingelt. Ach, jetzt war ich abgelenkt. Ist das Game jetzt leise genug, Freunde? Ja, die Panzerfaust. Ich sag noch, ja, die Panzerfaust. Ja, ich muss jetzt aufstehen, streamen gleich. Nee, ich weiß nicht mehr.
Bei dem Wecker bin ich mir ehrlich gesagt wirklich nicht mehr sicher. Wofür der war. Ist auf jeden Fall nicht mehr der von der Twitch-Run. Den habe ich mittlerweile ausgeschaltet. Nein. Okay, wir haben hier eine Bazooka. Ich glaube, damit schieße ich auf den Typen. Nein. Was cool war. Ja, ich glaube, der ist da. Da kommt einer angerannt. Kommt der jetzt hier hoch? Ja. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, mein Freund. Da kommt schon der nächste. Ei, wie frech. Wie frech sind die denn? Okay. Ich muss auf jeden Fall weiterziehen. Das bringt ja nichts. Alter! Mann, ich hab doch werfen gedrückt. Ja, das Bild ist ein bisschen unscharf, gell? Ich weiß. Ich hab es schon bemerkt. Ich kann mal kurz gucken. Ich hoffe, ich töte es jetzt nicht komplett, wenn ich nochmal versuche, es umzustellen. Gucken, was er jetzt sagt. Es müsste eigentlich cool sein, aber ich weiß auch nicht, was mit meiner Elgato nicht cool ist. Achtung. So. Geht's jetzt? Ist es cooler? Ich glaube schon, oder? So. Hey, Jacob's Guy. Ja, Internet. Dafür habe ich Elgato-Stress. Aber man kann nicht alles haben. Das Leben ist kein Ponyhof. Okay. Es geht weiter. Let me try this again. Gestochen scharf. Ja, siehst du? Ich bin heute echt der Problembeseitiger hier. Okay, vielleicht sollte ich mal hier drauf klettern zuerst. Es gibt ja noch Bazooka-Guide auf der anderen Seite. Keine Granate! Holy shit. Oh Mist! Hier bin ich auch. Alles ist gut. Da steht noch jemand. Zurückwerfen, die Scheiße. Hier ist noch ein Schuss. Dass den Spackos auch nie die Muni ausgeht, ne? Hallo Macbeth, was geht? Yes! Oh! Ich habe das Auto getroffen, aber die leider trotzdem nicht außer Gefecht gesetzt. Das ist natürlich nicht so doof. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr ran. Aber man hat ein bisschen scheiße aus. Oh, warum? Wo kommt das denn jetzt her? Das ist ein. Das wird ein Geduldsspiel. Volle Panzerfaust! Runter!
Das hat ihn nicht gejuckt, ne? Gut. Schieß mit einer Panzerfaust auf die Laster! Hallo, Iceman. Horselung! Ich danke dir für dein Follow. In meinem Namen würde der Chat jetzt einen schönen goldenen Oscar überreichen, den du kannst hier jeder bei antritt. Ich hoffe, du freust dich. Und ich erreiche dich hier immer noch. Ist ja alles urkomisch hier. Oh nein, nein, nein. Hallo. Jacob Sky. Ich danke dir für den Sub für Bronco. Da freut sich der kleine Bronco aber. Herzlichen Dank. Du bist der absolute Subkönig auf diesem Kanal. Weißt du das eigentlich? Du hast schon so viele Menschen geschenkt. Es ist nicht auszuhalten. Ich danke dir sehr. Oh man. Was ein Ehrenmann, sagt peinlicher Affe. Absolut richtig. Absolut richtig. Okay, die beiden sind ein echtes Problem da vorne. Ich muss in Granatenwurfnähe kommen, sonst wird das nichts. Boah! Was tun wir da hin? Was ist? Ja, sieht gut aus. Blindschütze. Hello, Mary. Ich habe den Leuten schon gesagt, was du mir angetan hast in meinem Gesicht. Hier. Habe ich alles schon erzählt, wie du mich gefehlt hast. So, bin ich jetzt nah genug? Ich glaube nicht. Wie, was hab ich? Du hast schön meine Backe, meine Wange zersaugt. Das hast du. Mein Gesicht entstellt. Naughty Dog eigentlich, wenn die solche Passagen entwickeln. Nein, du hast da nicht geschlafen. Du warst hellwach. ja gut, ich muss an Granaten kommen. Das ist jetzt nicht so einfach. Aber... Hier ist eine. Ich hab eine. Ach, wie geht das? Ja. Nicht so ganz. Schnell! Warum geht's hier nicht weiter? Was ist das? Ah! Okay. Mich kann nichts entstellen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Okay, wir haben aber anscheinend einen Speicherpunkt. Das ist schon mal ganz geil. Nee, haben wir nicht. Was zum... Nee, die haben mich einfach nur dahingestellt, weil sie dachten, oh, das ist bestimmt eine gute Position für Respawn. Die Assis von Naughty Dog. Ich glaube es nicht. Damn.
glaube... Nathan, ich muss an die Bazookas. Shanyo, Silverpaw, ich danke dir für deinen Follow. Hallo. Willkommen in diesem wunderschönen Stream. Let's go speedrun strats. Hallo, Zapfisches. Ja, schön wär's. Ich glaube, Speedrunner würden sich jetzt hier durchglitschen. Fairerweise würde ich auch machen, wenn ich's könnte. Oh nein, nein, nein. Dir. Okay. Das war seltsam. Da ist ein Vetter. Ganz, ganz viel Rüstung. Hier bitte. Ist der zu weit? Ich glaube das nicht. So. Reicht das? Okay, ich habe einen down. Cool. Jetzt muss ich noch den Rest hier wegbumsen und dann ist alles geil. Aha, oder einfach in eine Granate springen. Wie wär's? Guck dir den Boy an. Was passiert denn eigentlich? Was passiert hier? Wo ist meine Waffe? Warum ist... Kinder, Kinder, ey. Ich hab nichts. Ich hab nichts und es läuft ein fucking... Bulldog hinter mir her. Bazooka rennt sich übrigens auf Azooka. Nils dunkle Vergangenheit. Okay. Wir nehmen uns die andere Seite vor. Denn, wie wir wissen, liegt dort auch noch eine Bazooka. Okay. Okay, das ist die halbe Miete, Freunde. Für den Rest gibt's Granaten. Was geht? Willkommen zu Uncharted Teil 3. Zerstörung von allem. Wir haben uns gedacht, wir scheißen auf Kultur und sprengen einfach die Wüste in die Luft. Okay, cool. Immerhin muss ich den Quatsch jetzt nicht nochmal machen. Das ist super. Danke, liebes Spiel. Das ist sehr nett. Hoppla. Hoppla. Ha!
zuletzt schießt, schießt am besten. Ich glaube, hier kommt irgendwo noch einer angelatscht. Da ist er ja. Hi! Sully, du stehst mal wieder absolut im Weg. Aber du hast ihn niedergeschlagen, den dick gepanzerten Mann. Gut ab. Warum dich Twitch nicht benachrichtigt hat, das weiß ich nicht. Vielleicht hast du dein Glöckchen nicht richtig aktiviert. Das klingt jetzt nach YouTube-Sprache. Gibt es aber auch bei Twitch tatsächlich. Oh, das ist einfach mal wieder ein allseits beliebter Twitch-Bug. Das kann natürlich auch sein. Okay, Leute. Mist! Wir nähern uns unserem Ziel. Cool. Wir sind da. Was ist es? Geschafft. Ich glaube, wir haben es hinter uns. Ja, wir haben es hinter uns. Cool. Dann nehme ich die mal mit. Ich darf sie wahrscheinlich eh nicht behalten, aber ich nehme sie einfach mal mit. Komm, lass uns reingehen. GG, first try. Wie immer, Fleur. Wie immer. Gibt's hier vielleicht noch ein Schätzchen? Ja. Ach ja, nett. Heiliger, das ist ja nett. Wow, schau dir das an. Das war so alles war unfassbar. Da hilft nur eine Poliermaschine. Es ist riesig. Es ist ein Any-Percent-Run, ja. Tja, das muss also der Eingang sein. Ist aber verschlossen. Es gibt sicher einen Mechanismus, um sie zu öffnen. Wir müssen ihn nur finden. Sehen wir uns um. Ja, die beiden müssen den Nippel durch die Lasche ziehen, müssen die. Und mit der großen Kurbel dann ganz nach oben drehen. Da erscheint dann so ein Pfeil und da drücke ich dann drauf. Oh hey, ich konnte dein Notizbuch von Marlo klauen. Dachte, es wäre hilfreich. Nicht schlecht. Hallo, Julia Moon, was geht? Sully, hier oben. Hier ist was. Okay, habe ich was richtig gemacht? Halten. Ja, es blockiert, ne? Würde ich sagen. Halt! Da drüben ist noch eine. I see. Ich komme da aber so, glaube ich, nicht. Hey, Vantendo, was geht? Ich bin wieder da. Vielleicht funktioniert der da drüben. Hä? Gott. Señor El Pollo Diablo. Hola. ¿Qué tal? Das Rätsel hast du gehasst. Ich glaube, da gibt's schlimmere, oder? Kann ich jetzt hier dran? Nee, ich muss hier runterspringen.
Mir fehlen 11 Follower für die 4500. Na dann. Brauchen wir nochmal einen Florentin. Buenas tardes. Schmatzmon. Danke für den Follow. Ich habe das Gefühl, du hast es mitgehört. Jetzt brauchen wir noch 10 Follower. Was? 6 Stunden deines Lebens vergeudet? Das ist nicht dein Ernst. Du hast 6 Stunden gebraucht. Oh Gott, dann brauche ich ja 12. Mindestens. Nee, ich glaube, wir kriegen das hin. Wir sind ja viele. So wie Legion. We are many. Das schaffen wir schon. So, jetzt kriegt Schmatzmon noch seinen Oscar. Und alle, die ich eben nicht beschenken konnte, stellvertretend auch nochmal. Herzlich willkommen im Stream. Wir haben es geschafft. Hä, das war doch jetzt schon die Tür. Was ist los mit dir? El Pollo. Victor Sullivan. Diablo. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el problema? ¿La problema? ¿El problema? ¿La problema? Ich weiß es nicht. Hallo, Daxeltee! Willkommen! Heilige Scheiße. Es existiert wirklich. Das Atlantis der Wüste. Victor Sullivan, willkommen in Uba. Oh, nettes Ballett. Danke, Jungs. Ja, es war ein anderes Rätsel. Ich weiß auch, was du meinst. Du meintest diese Silhouette, die du finden musstest. Weil das war in so einem anderen Tempel. Da waren zwei Rätsel und das hatte alles irgendwie mit Wasser zu tun. Und da musstest du mit so einem Lichtstab durch die Gegend laufen und die richtige Position finden. Ich erinnere mich. Wir haben das aber auch relativ schnell gelöst hier. Gott sei Dank. Gleich kommen wieder Spanier. Ja, ich glaube auch, in diesem Spiel wird es noch ein paar Spanier geben, die uns auf den Sack gehen. Mal gucken. Unglaublich. Deshalb konnte die Stadt hier so aufblühen. Eine unterirdische Quelle speist das alles. Sauber. Verrückt, dass die immer noch sprudelt. Sonnenfinsternis? Mondfinsternis? Was ist es? Das ist ja der Wahnsinn. Was? Nein. Nein. Bitte. Sally. Snake! Sie haben Sully getötet! Ihr Schweine! Rage Mode on. Mann! Gar keine Spanier. Das sind ja ganz normale Menschen. Was okay, vielleicht soll ich da mal. You are Spanish. Why are you here? Por qué?
Der Kalle folgt mir. Danke für den Follow. Tom. Kannst du mir erklären, warum ich in der Spanier auf den Schießen? Why? Why are you on fire? Why are you on fire? G-Mal. Daxeltee, ich fand die Zeit ohne Internet eigentlich nur schlimm, weil ich nicht wirklich streamen konnte und kein Netflix hatte, weil ich hatte Besuch von meiner besten Freundin und ich wollte ihr ein paar Sachen auf Netflix zeigen und das konnte ich dann nicht tun. Ich konnte nicht streamen. Aber der Rest war eigentlich okay. Also, ich habe viel gemalt tatsächlich. Und ich war viel draußen unterwegs. Das war alles auch ganz cool. Ihr solltet es mal ausprobieren. Vor allem war ich nicht so krass auf Social Media unterwegs. Das finde ich auch mal ganz gesund. Da so ein bisschen raus aus dem Social Game zu sein. Alter! Diggi, warum brennt hier? Honey, why is the baby on fire? Buy me more jewelry! Cool. Si no estás españolos, no quiero jugar. Pero yo quiero jugar. Faltan la gente español. ¿Dónde están la gente español? Ja, ja, jetzt ist er natürlich wieder on fire. Hä, Kolja, was geht? Wo bist du hin? Du bist heute Mittwoch, ne? Kolja, gehst du wieder saufen? Warum weiß ich davon nichts? Warum darf ich nicht mitmachen? So, heile, heile Gänschen, Drake. La gente non española está muy loca? No. No, no, no. Pienso que los alemanes son muy locos. Ich glaube, man ist nicht so gut mit Oh, er hat so schön getanzt. Er hat so schön getanzt. Wow. Okay, das war echt lang. Wie jetzt? Teleportieren können sie auch. Bailando. Bailando, ja, jetzt hört's auf, ne? Ja. Viel mehr Spanisch. Also ich muss schon echt lange nachdenken, um spanische Sätze zu formulieren. Das ging mal besser. Du hast das Level geliebt, Daxeltee. Ich fang gerade an, es ein bisschen zu hassen. Ja, genau, Alter. Ey, wie? Ich hab gerade ein Déjà-vu. Das ist wie im zweiten Teil. Oh Mann. Dos cervezas, por favor. Ja, das kann ich auch. Das ist auch sehr wichtig. Ich glaube, mehr braucht man auch gar nicht wissen. So, ich nehme mal den Aufzug nach unten. Was habe ich hier? 11 Schuss.
128. Wünscht mir Glück. Un café con leche. Un café con leche, por favor. Ist das jetzt Französisch und Spanisch gemischt? Bei Lech? Leche? Milch? Sarkasmus? Achso. Dammit! Komm sofort zurück, du Mistkerl! Schriftlich funktioniert es nicht immer so ganz mit dem Sarkasmus, aber es ist Leche! Du bist tot! Hörst du, ich bist tot! Ich hätte echt Bock mal, in Spanisch zu machen, einfach um das alles so ein bisschen aufzufrischen und vor allem auch die ganzen Zeiten und Das ist unmöglich. Wo bin ich? Das ist Katharina. Ich war seit 20 Jahren nicht mehr hier. Jetzt auch auf Spanisch. Fleur, du bist eine Wucht. Was ist los mit mir? Oh nein. Oh nein. Sag ich doch. Lauf! Das ist nicht echt. Run, Forrest, run! Also, mittlerweile dürfte, glaube ich, jedem klar sein, wir sind auf Droge. Nein! Alles andere würde, glaube ich, gerade wenig Sinn ergeben. Jung. Was? Mir würde schon ein Deutschkurs reichen. Ja, Bronco. Nein. Warum nicht? Nein. Du und ich, wir beide. Wir haben doch viel zu wenig zu tun. Viel Freizeit. Können wir doch mal machen. Schön, du machst Deutsch, ich Spanisch. Oh nein, was ist das? Es sind die Drogen! Oh nein. Alles bewegt sich. Ich muss raus. Ich muss hier weg. Nein. Guckt ihn euch an, den kleinen Hüpfer. Was geht hier vor? Drogen sind schlimm, gell? Oh oh. Kein Ausweg. Kein Ausweg. Oh nein. Scheiße. Hier. Ich bring sie um. In dem Zustand solche rumballern? Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Jesus Christus. Colonel Cool. Danke für den Follow. Du kriegst ganz schnell einen Oscar. Von mir. Willkommen im Stream. Das war zu spät. Afros Disjaka. Das ist richtig. Ich danke dir für den Follow, herzlich willkommen. Hier. Ach, du kriegst einen kleinen Oscar. Mist. Ja, bleib mal schön dahin. Ja, genau! Und teleportieren sie sich jetzt einfach weg, oder wie? Ich bring euch um, ihr Mörder! Das ist natürlich richtig geil.
keine Muni mehr. Gib mir eine Waffe. Dankeschön. Ob hier noch Schätze rumliegen? Was meint ihr? Oh, guck mal hier. Brauche ich die jetzt? Ich weiß es nicht. Also hier glitzert auch nichts. Außer Waffen. Marvin, du bist ja witzig. Fragst du mich, wie es jetzt denn geht? Der Mörder! Das kann ich dir nie sagen. Das kann nicht sein. Ich drehe ja. Ich glaube, er ist relativ fit trainiert. Okay, Rob, das ist der. Offensichtlich. Das ist, glaube ich, ganz cool. Oh, das wird schlimm hier. Gojira vs. Tentacle. Ihr Mörder! Das kann nicht keine sein. Flügel für Gojira. Dann ist er noch hübscher. Ey, wie soll ich das machen? Rennen ja halt auch alle schon. Also ich meine, das kann nicht sein. Andrea. Es ist nicht so, als hätte ich hier noch eine Chance. Cool. Das hat auch gut getan. Mega Pentis 01. Ich danke dir für den Follow. Ich habe leicht angehört. Deswegen. Ich fühle mich einfach in der Oscar. Ich schaue mir das gerne. Wenn ich wüsste, wo ich mich verstecken soll, dann wäre das Ganze ein bisschen leichter, glaube ich. Ihr Mörder! Nein, du hast die Pride nicht, ich weiß. Aber es gibt auch andere Flügel. Kann man so an beide Seiten tun. Besoffen. Sniper bringt mir jetzt auch nichts in dieser Situation. Das ist ernst. Wie soll ich denn hier snipern? Die bewegen sich doch alle zurück. Mierda! Ja, da sind die kleinen Flügelchen. Ja. Wenn das alles nicht hilft. Der Ubisoft Support Chat. Snowspot, ich danke dir für 3 Monate in der Kylo Gang. Welcome back. Vor mir auf. Okay, wer hat hier die Bazooka? Wer nervt mich mit seiner. Ich weiß es nicht, Leute, wie. Ich weiß nicht wie. Ich habe noch niemals von irgendeiner Gaming. Den Support kontaktiert. Noch nie. Ich löse es immer mit Video. Oder halt gar nicht. Oder ich bleibe dumm.
Maschinengewehr ist zu laut? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dude! Sag doch was! Das ändert alles! Also jetzt mal im Ernst. Ey, ich mach mich hier zum Heim blöd und da liegt er die ganze Zeit. Der scheiß Granatwerfer. Ob ich es mag, die Leute umzubringen? Rob Chang. Das war eine Fangfrage. Gemein. Fumar. Acorta la vida. Fumar. Puede matar. Kann sich jemand noch an dieses Lied erinnern? Sally? Sally? Hey, Sally! Nein, nein, nein. Sally! Oh, Schwimmbad. Ich. Nein, nein, nein. Und Explosion. Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. Aber... Ja doch. Ich wollte gerade sagen... Hä? Weil Tango ist ja... haben. Deswegen, ich habe es mit wollen verwechselt. Kurz. Wie gesagt, mein Spanisch ist im Arsch. So, jetzt mal gucken, was man hier tun muss. Essen. Ich habe auch noch kurz vor dem Stream mir eine schöne Pizza reingezogen. Damit ich jetzt schön lange spielen kann und nicht hungern muss. Okay. Ne quiere es wollen. Gefallen ist Gusta, genau. No me gusta! Tiwipo! Danke für den Follow. Willkommen. Ich weiß nicht, ob ich alles richtig mache. So, ich gebe dir noch schnell einen Oscar. Für deine Bemühungen, mir zu folgen. Hast du dir redlich verdient. So, ich habe jetzt hier am Rad gedreht. Maestro. Was ist das? Nochmal drücken? Geht nicht. So, ich habe am Rad gedreht, da leuchtet was. Was ist das? Was? Ich habe nichts gemacht. Oh mein Gott. Das war ich auch nicht. Ganz sicher. Ugh. Aber auch hier ist, glaube ich, kein Schatz mehr am Start. Du wolltest fragen, ob wir noch auf Drogen sind. Ich weiß nicht, ob du noch auf Droge bist, mein lieber Rob. Ich nicht. Und Nathan? Da sind sie. Oh, die Stelle ist auch richtig scheiße. Cool. Zeit zum Spielen, Drecksäcke.
Tagträumer. Mhm. Ja, gut. Freut euch, Leute. Hier wird's richtig cool. Das war's, Drake. Jetzt gibt es kein Entkommen mehr. Damasch, Damasch! Mit der Kolob des Monsters rüber. Damasch, oh. Damasch! Entschuldigen Sie, Sie sollten schon längst auf dem Boden liegen. Nee, das ist noch nicht das letzte Kapitel. Rossknochen, hast du Standbild? Also bei uns läuft eigentlich alles soweit, denke ich. Bei mir sieht alles okay aus. Ist die Stream noch live? Mann! Oh nein, nein, nein! Diggi! Never mind. Na gut. So, ich habe jetzt keine Zeit hier für den Quatsch. Los, rein da! Kommt da noch einer? Nö. Zu weit? Ach, Dreck. Jesus. Was ist denn hier los? Ich kann doch nicht an allen Ecken nicht gleichzeitig wehren. So, stopp jetzt. Halt, stopp! Jetzt schieße ich! Diggi, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich bin nur zufällig hier. Shit. Okay. Für dich habe ich noch einen. Sofort treffe. Na toll. Eigentlich nicht. Ja, genau. Okay. Okay. Ist gar kein Thema. Alles wird gut. Ey, Geduldsfaden ist noch nicht, finito. Ja, ja. Toll. Genau, die möchte ich haben, danke. Da oben steht einer anscheinend. Verstärkung! Das hat lange gedauert. Da ist eine Leiter? Da ist eine Leiter. Guck an. Ich geh da mal hoch, ne? Guck an. Okay, ich schaff das. Bleib ihn raus. Oh nein, nein! Ich bin ein Schaf. Ich sag's, wie es ist. Oh Mist.
Guck mal, es sind noch drei Kugeln übrig. Für jeden von euch eine. Oh je. Nein, nein, nein! Ich bin so froh, dass sie immer zu weit werfen. Fuck! Come on, Kampf! Okay. Frechheit. Wow. Cool. Ihr habt euch... Oh, das ist aber nett. Das hätte ich gern gesehen, ehrlich gesagt. No Mod, No Cry, ja, das, ja. Kann ich bestätigen. No Mod, No Cry. Oh, die Shotgun ist noch voll. Bist du das? Ach, Gott sei Dank. Alles klar? Ja, Mann, bei mir war... Was hast du? Ich glaube, du meinst die jüdische Volksfront. Selbstverständlich. Au! Ist dir das echt genug? Oh Wunder, er lebt natürlich. Nicht niemals. Eine Knarre auf mich. Sie haben dich erschossen. Nach der Finsternis. Was? Welche Finsternis? Hör mal, du bist durchgedreht, als du das Zeug getrunken hast. Dieses Wasser, das hat die Stadt zerstört. Nicht der Zorn Gottes. Die Wasserversorgung ist verseucht mit einer Art halluzinogenem Erreger. Sie wurden alle verreckt. Ja geil, hier live. Das also wollen Marlo und Herbert. Oh Mann, ja. Katha sagte doch, sie besiegen ihre Feinde mit Furcht. Oh Mann, das dürfte reichen. Verdammt lange. Aber, Moment, das ergibt keinen Sinn. Wie wollen sie das Wasser hier rausbekommen? Nein, nein, nicht das Wasser. Das, was in dem Wasser ist. Wie bitte? Okay, hör zu, lass mich mal überlegen. Salim sagte mir, dass Iram verflucht wurde, als Salomo die bösen Geister des Djinn in einem Messinggefäß einfing und in die Tiefen der Stadt goss. Nur ein Flaschengeist. Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt. Und du glaubst, deshalb haben Elizabeth und die Francis Drake überhaupt erst hierher geschickt? Ja. Es gab keinen Schatz. Sie wollten Macht. Aber als Drake verstand, warum er hergeschickt wurde, brach er die Mission ab. Er log die Königin an. Denn er ist guter Junge. Gefunden. Und verwischte dann die Spuren seiner Reise. Schrieb die Geschichte neu. Wer widerspricht schon Sir Francis? Hallo, 3DS-Fans. Was sagst du? Wir gehen runter und beenden die Sache. Ein für alle Mal. Ja, die Spanier waren keine Spanier. Das waren nur Halluzinationen tatsächlich. Also keine richtige übernatürliche Scheiße. Naja, gut, das Wasser ist sicher aus, oder? Das ist untertrieben. Weiß ich nicht. Wir müssen nach unten kommen. Uhrzeit LSD oder so. Keine Ahnung. Ja, hilf mir mal. Luke Lutzen, hi. Schönen guten Tag. Oh, Aufzug. DJ, hallo. Bist du bereit? Wir haben dich schon ein bisschen vermisst, lieber Jay.
Du kommst gerade recht, um dir das Ende noch hier anzusehen von dem Krimi. Und ich durfte die Shotgun mitnehmen. Juhu! So kriegen Sie das Wasser an die Oberfläche. Sieh mal die Decke hier. Es überrascht mich, dass nicht längst alles eingestürzt ist. Keine Ahnung, ich soll das alles noch steht. Da ist ein Schatz, Freunde. Diese Enttäuschung, wenn es kein Schmuck ist. Wir müssen dort rüber. Hilf mir mit der Tür. Hol zu Dor. Bist runter. Habe ich was verpasst? Hat er gesagt runter? Aber ich höre nichts, ich sehe auch nichts. Muss ich runter? Muss ich hoch? Was muss ich? ¿Qué pasa aquí? Ah, okay, die sind anscheinend doch unten. Jugar conmigo. Also. Schlagermove? Ja, und mir ist gar nicht aufgefallen, dass Schlagermove war. Also ich habe irgendwann dann rausgefunden, dass Schlagermove war. Aber wir waren so weit davon entfernt, dass wir davon Gott sei Dank nichts mitbekommen haben. Wir waren einfach in anderen Stadtteilen Hamburgs unterwegs. Okay, war da nur der eine Dude oder was? Tatsache das. Ich weiß nicht, ob ich hier runterspringe. Bin ich tot? Nein. Kuckuck. Hey, wieso hab ich gewechselt? Das wollte ich nicht. Ja, Hamburg hat natürlich mehr als einen Stadtteil. Wir sind doch nicht Berlin, wo alles einfach nur Hipster-Town ist. Salim, weg. Ja, ey, Neil, ist doch wahr, oder? Ich hasse Berlin. Verdammt, soll ihr noch mehr Besuch? Tut mir leid für alle Berliner hier im Chat. Wahl-Berliner. Und Berlin-Fuß. Du sollst dich hinhacken. Fett weg. Ach, Dreck. Achtung! Okay.
Bam. Nein, Hamburg besteht nicht aus St. Pauli, der Sternschanze, Hafen und Altona. Das ist nicht wahr. Es gibt auch Brunsbüttel und es gibt auch Eppendorf. Es gibt St. Georg und Hamm. Es gibt Albeek, Flottbek, Veddel. Dann gibt es noch Barmbek. Und dann noch Hamdorf. Lockstedt, Stellingen, Spaß. Morfleet, genau, gibt's auch alles noch. Billstedt. Och, ich krieg den so nicht. Ich hab noch zwei Schuss. Farmsen, yo, Ottensen. Sehr gut, Leute. Ihr seid on fire. Ah. Wo ist das? Ich wollte den... Ja, genau. Den wollte ich. Oh, ja, war klar. Sie sitzen in der Falle. This is so obvious. Bremen, ja genau. Los, hey! Ich glaube, wir adoptieren Bremen. Oh no, was? Ich habe zwei Granaten da reingeworfen, sie sind nicht gestorben. Ich wohne auch 9 Jahre in Hamburg. Ich kenne nicht alle, glaube ich. Du bist tot. Aber die meisten. Und ich kenne die meisten U-Bahn-Stationen, das muss reichen. Und ich kann mit dem Auto ohne Navi fahren mittlerweile. Das ist auch erstrebenswert, wenn man lange in einer Stadt wohnt. Kinder, liebe Kinder. So. Das braucht man. Digga, versteck dich. Verdammt, nein! Lel. In der Falle. Mehr hier. Oh, kein Führerschein ist auch nice. Ich hatte auch sehr lange keinen. GDT Samson. Danke für den Follow. Herzlich willkommen in diesem wunderschönen Spaß-Stream. Hier sterben Kinder. Und ich auch. Woo! Hier ist dein Follower, Oscar. Sie sitzen in der Falle. Die Öffis sind gut, ja, das stimmt. Aber sie sind auch ein bisschen zu voll, ganz ehrlich. Manches ist Granate. Echt nicht mehr feierlich. Und vor allem, die Preise steigen jedes Jahr. So ganz heimlich.
der Falle. Ja, geil. Ja, cool. Okay, Konzentration. Wir sind hier ein bisschen nachlässig geworden. Problem ist, draußen passt sich mal so richtig eine Taube aus. Das ist so deftig am Abholen. Und das bringt mich so ein bisschen, Achtung! Nee. Vier Wochen lang U-Bahn fahren, das klingt super. In New York hat man das auch, dass man so ein... Wie war denn das? Waren das 90? Warte. Das war, ich glaube, das war ein Monat oder drei Wochen für $30. Ist auch vollkommen legitim. Der Typ da. Ja, genau der mit der Bazooka. Oder was auch immer er hat. Der geht mir richtig auf den Sack. Jedes Mal haut er uns hier weg. Ich will einfach nur auf die Brücke laufen. Mir das Ding schnappen. Nein. Er lässt mich ja nicht. Okay. Nein. Ich hab sie! Ah! Wo soll ich hin? Kopfloses Hund. Schade, ich wollte zwei fahren. Cool. Hier stand irgendwo noch einer. Wonde ist das? Nö. Ja gut. Cool. Ah, noch irgendwo ein Schatz. Hier wäre eine gute Stelle für einen Schatz tatsächlich. Aber nein. Nada. Delson Crocodile, hallo, willkommen. Schön, dass du da bist. Achtung! Was? Ja, wenn du unbedingt in meine Schussbahn laufen musst. Kleiner Frechdachs. Hier, open the door. Sally. Let's open this. Sally, where are you? Naja, die gehen auf jeden Fall ins Wasser. Hey. Aha, schön. Das behalte ich. Oh, Demo On ist auch da. Hallo. Auch dir ein herzliches Willkommen und guten Abend. Wir sind kurz vorm Ende hier. Sally, hilf mir mal. Wir haben es gleich. Hier durch. Da ist die Hauptzisterne. Da werden sie wohl sein. Bist du bereit? Oh ja.
Diese Brücke haben sie überquert. Dorthin Gott, müssen das sie kann sein. Nicht bereit sein. Aber ich kann meine Waffen gar nicht ziehen, also bitte nicht geschossen. Oh! Vorsicht! Sanft hochziehen! Ja, sofort. Ich ändere gleich die Kategorie. Ich habe das eben geändert, weil wir den Fehler hatten. Soll das ein Witz sein? Wir müssen das Ding ausschalten. Okay. Ganz schnell, bevor es hier jetzt spannend wird. Und Uncharted 3. Bäb. Alles klar. Pflicht erfüllt, Kategorie geändert. Es geht weiter. Eine Idee? Naja, die sind eine Überzahl, Junge. Wir trennen uns und flankieren sie. Ja, das könnte klappen. Ich liebe Gold. Lol. Accuracy. Sag ja. mir, dass du kein Wasser geschluckt hast. Ich glaube nicht. Okay. Verdammt. Genau deshalb gehen wir immer leer aus. Los, wir müssen weg. Ihr stürzt gleich alles ein. Also, Matt hat ganz recht. Jetzt solltet ihr langsam euer Vote abgegeben haben. Für was soll das denn? Die Sprachaufgabe in Uncharted 4, denn das Ende ist nah. The End is near! Blur hat gerade noch einen Link gepostet, da können wir auch schön abstimmen. Und dann machen wir gleich wieder den Sack zu. Reicht aber. So, ich glaube, ich stürze alles ein, wa? Dann. Hurtig, hurtig! Sally, hier lang! Wir müssen hier raus! Komm, ich brauche Hilfe! Niederlande for the win! Ja, wie steht's denn eigentlich? Könnt ihr mir mal den Zwischenstand sagen? Slider hat's gerade erst gezockt. Sehr gut. Ja, ich. Also, Uncharted geht eigentlich. Mehr, runter! Der erste ist ein bisschen ausgelutscht. Nicht mehr up to date. Der zweite gar nicht so cool, wie ich dachte. Der dritte ist eigentlich echt super.
gewesen jetzt die ganze Zeit über. Und der vierte, der ist richtig. Andetsuru! 5 Monate, yo! Wie kommen wir hier raus? Dankeschön, danke für den Reset. Die Zahnräder! Sally, wir müssen damit nach oben, okay? Ich weiß nicht, wo es schon. Ich gehe einfach mal nach oben. Unverkehrt. Oh, also. Was fällt dir ein? Wigge, immer Wigge! Oh, nein. Sehr. Punktlandung. Gück. Sagen. Dann noch steht Respekt. Komm, steh auf. Hier kommen wir raus. Italienisch ist aber auch beliebt. Aber Niederländisch vorne. Sehr gut, danke, Omikron. Sie, Drake. Der Fisch ist glaubsetzbar. Ich betreibe Leichenfledder. Das ist ja Quatsch. Oh nein! Ist der alte Drachen etwa in Treibsand gefallen? Komm schon, zieh dich hoch! Drake! Nerdwell! Hast du deinem Namen gerecht? Du hast... Danke für das Follow. Dann bekommst du ihn wie Francis von Elizabeth. Beweise deine Größe! Ich muss nichts beweisen. Nein! Gib mir die Hand! Lass sie nicht einfach sterben! Halt die Klappe! Nee, gib mir deine verdammte Hand! Er möchte doch seinen Ring. Hier! Gib sie! Was machst du da? Ich kann nicht! Es bringt nichts! Verschwinde jetzt endlich! Festhalten! Nee. Nein! Gott, verdammt, der Ring! Nein! Noch 6 Follower bis zu 4500. Danke für den Zwischenstand, Matt. Wir hoffen das Beste. Vielleicht schaffen wir es heute. Lauf! Jo! Beeil dich! Sally, wir müssen hier raus! Hier stürzt gerade alles ein! Vamonos! Arriba! Andale! Leicht nerven. Lauf! Oh Gott, ich hasse das mit Hafen. Das war schon zweimal richtig scheiße. Run. Und weiter! I can do it back. Run. And then jump. Wir sind fast raus! Okay, läuft gut. Es läuft gut. Best Hands. Ey, Emre, was geht? Ja, war geil damals, gell? Hat mich auch richtig hart geflasht. Ich hatte, glaube ich, PS3 gerade neu. Und da habe ich es dann bekommen. Überflüssige Scheiße ist noch am Ende. Was will der eigentlich noch? Die Alte ist tot. Er hat verloren. Irgendwie, es gibt kein Wasser mehr. Es fällt zusammen und trotzdem will er hier den Wasser machen. Ah!
alle nur hier weg. Bei Messerkämpfen gibt es keine Gewinne. Und dann habe ich noch einen getreten. Ganz am Schluss. Da habe ich ihn die Schlucht runtergetreten. Jetzt will er es aber wissen. Final Fight muss doch sein. Ja gut, also ich, das ist jetzt nicht... Im Vergleich zu davor. Finde ich es deutlich angenehmer, muss ich sagen, als dieser Pseudo-Bosskampf im zweiten Teil. Sally, festhalten! Zeit zum Abschied, du Mistkerl. Down du gehst, mein Friend. So, jetzt nicht viel weg hier. Lauf, Salim! Was ist denn los? Wir schaffen es nicht! Pferde! Salim! Die Retter in der Not! Wie einfach. Na los! Ja! Ach so, ich dachte schon, hä, wir haben doch nicht auf einfach gefunden. Aber war geil! Ohne Scheiß! Viele gute Momente, viel Action. Los! Wenig Unfaires, also wirklich Unfaires, wie zum Beispiel dieser Sandsturm-Gedöns. Mein Gott. Ja, Lowy. So viel zum grenzenlosen Reichtum, was? Gefällt mir jetzt doch besser als der zweite Teil. Muss ich sagen. Ist nicht viel, oder? Ist genug. Sully rettet den Tag, hat noch was vom Schatz geklaut. Ja. Top. Besser geht's nicht. Jay Saunders. Ich persönlich mag den dritten Teil am liebsten. Sepphisches. Danke für die 100 Bits. Vielen Dank. Ich mag den vierten am liebsten. Den spielen wir jetzt als nächstes. Geil. Auf Holländisch, so wie es aussieht. Kurz, Nate. Alles klar? Ja. Ja. Ja, ich wollte dir eigentlich nur etwas sagen. Okay. Was gibt's? Also meine Kindheit war Wer ist denn der beste Teil zum Zugucken, Feiermäuschen? Mit 40 war mir klar, dass ich nie einen Sohn haben würde. Ist ja auch eine Kategorie. Ach, ich wollte nie einen. Was weiß ich denn über Kindererziehung? Dann bist du in mein Leben geplatzt. Hey, du musst jetzt nicht... Nein, hör zu. Ich muss. Ich habe viele Fehler gemacht, Junge. Viele. Und, ich bin nicht perfekt. Machst du mir einen Antrag, Sully? Ich meine, ich mag dich. Stopp. Spiel einmal nicht den Klugscheißer. Wie lange trägst du den schon mit dir rum? Zu lang. Oh. Ich dachte, er wäre weg. Die Sache ist die. Wir können uns unser Leben leider nicht aussuchen. Jetzt werfe das Feuer! Das Beste aus dem zu machen, was man hat. Ja, holländisch it is, Leute. Cool. Ich freue mich. Hey. Hey. Hi. Hast du was vor? Vielleicht.
Das tut mir echt leid mit dem Ring. Na, ist okay. Dafür habe ich was Besseres. Oh. Lass uns verschwinden, ja? Ja. Und wieder los, mal hier lang. Ein Sieg für die Liebe. Aber, na komm schon. Vertrau mir. Schön, ne, Aragorn? Das finde ich auch. Was hast du vor? Ist nicht dein Ernst. Es ist nicht so schön wie das, das ihr zwei vor 4 Jahren demoliert habt, aber... Na los. Mal sehen, ob ich noch weiß, wie man so ein Ding fliegt. Es sind aber auch Fallschirme drin, oder? 3? Ja, mehr oder weniger. Abspann! Roll Credits! Amy Hennigs letzte kreative Reise mit Naughty Dog war das. Oh boy. Ah, schön. Toll. Es hat echt Spaß gemacht. Ich mach mich mal jetzt Fullface. Hallo. Ja, das war doch mal was. Gell? Das war doch richtig schön. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hatte ich nicht mehr so in Erinnerung. Ich dachte wirklich, der zweite wäre besser gewesen. Und ich finde, der zweite hat auch viele coole Stellen. Aber irgendwie finde ich den dritten dann doch cooler jetzt. Nach all den Jahren. Toll, 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 toll. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Also folgendes. Der Vote ist abgeschlossen. Niederländisch hat gewonnen. Im zweiten wird viel zu viel geballert. Ja, ich finde auch, der dritte hatte mehr Rätselausgleich. Die haben sich da wirklich richtig gut eingefunden mit der Balance im dritten Teil. Das haben die wirklich viel, viel besser hinbekommen. Okay, also. Folgendermaßen, Niederländisch hat gewonnen. Ich werde jetzt den vierten Teil einschmeißen und dazu den Stream nochmal neu starten, damit ich die einzeln als Videos hochladen kann, dann bei YouTube, für alle, die es verpasst haben sollten. Und das wird so ein Minütchen dauern ungefähr und dann werde ich wieder am Start sein und dann geht's direkt weiter, nahtlos. Ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich freue mich riesig auf meinen Lieblingsteil, Teil 4. Bis gleich!